Ganz Wien war weihnachtssüchtig. Im August Lebkuchen, ab September Lametta. Und spätestens der Oktober brachte Adventskalender und Nikoläuse in jeden Supermarkt. Weihnachten hatte den Vorlauf einer Fußballweltmeisterschaft. Mitte November schossen die Punschstände und Christkindlmärkte aus jedem unbebauten Flecken Asphalt mitsamt den dazugehörigen dicht gedrängten Pulks an Menschen. Samira nimmt einen Schluck Kaffee und stößt die Tür zum Besprechungszimmer auf. Beißender Gestank, durch die hohe Temperatur im Raum verstärkt, raubt ihr den Atem. Eine Mischung aus Ammoniak, Schwefel und Buttersäure. Ja, haben sich die Tore der Hölle geöffnet? Just in der heiligsten Zeit des Jahres? Ja, also wenn, dann treff sicher in einer Rechtsanwaltskanzlei. Samira verzieht angewidert das Gesicht und hält sich den Arm vor Nase und Mund, hastet über den weißen Wollteppich auf ein Fenster zu, um es aufzureißen. Erleichterung setzt ein, als die frische Luft ins Zimmer strömt. Im Nacken fühlt sie ein Befremden, ein Prickeln und Nagen. Sie möchte sich umwenden, scheut jedoch davor zurück. Das dämonische Gefühl entwickelt ein Eigenleben, bläht sich wie eine Kröte auf, droht zu platzen. Irgendetwas stimmt heute ganz und gar nicht. Und ohne es zu wissen, ist sie dem Epizentrum der Ungeheuerlichkeit ganz nahe gekommen. Es weiß irgendeine geheime Instanz in ihrem Kopf. Samiras Härchen an Armen und Beinen richten sich auf, sträuben sich gegen die Vorahnung, die jede Zelle ihres Körpers erfasst. Das Kaffeeglas in ihrer Hand zittert in der eisigen Luft. Aus dem Radio im Sekretariat schmettert Last Christmas herüber ganz normal, ganz alltäglich. Alles nur Einbildung, Fantasterei. Samira dreht sich um. Sieht zuerst die silberne Spitze der Tanne, folgt mit dem Blick der Lichterkette, die nur eine Hälfte der Zweige bedeckt. Die untersten Äste berühren Männerbeine. Das Gesicht ist im zentimetertiefen Wollteppich verborgen. Die Arme sind angewinkelt, die Hände zum Hals ausgerichtet. Der Hals! Samiras Brust hebt sich. Saugt Luft in die Lungen, atmet gegen das Schwarz an, das in sie eindringen will. Diesen dunkelblauen Haarschopf kennt sie. Der weiße Hemdkragen, das Muttermal hinter dem Ohrläppchen. Sie hat es tausendmal geküsst, weil es ihn stets erregte und zu neuen Taten anstachelte. Jetzt zieht ein dünnes Kabel eine tannengrüne Trennlinie rund um den Hals. Und Splitter von Glaslämpchen schneiden in die lila Haut. Darm und Blase haben ihre Dienste längst eingestellt und sich entleert. Marionettenfäden zwingen sie näher zu kommen. Die Beine bewegen sich mechanisch. Sie sieht den Körper auf der weißen Wolke. Kein Arzt der Welt kann ihm mehr helfen. Sie weiß es. Ihre Hände sind taub. Das Glas entgleitet, verspritzt seinen Inhalt über Leiche und Teppich. Siegfried! Ihre Stimme krächzt den Namen des Geliebten. Siegfried! Auf Knien kauert sie über seinem Leichnam, berührt sachte seine Schultern, sein Haar, starrt wie hypnotisiert auf das Kabel, das um seinen Hals läuft. Ihre Kehle ist trocken. Er ist tot. Tot. Ohne Zweifel. Ohne Rückkehr. Franziska stand am Treppenabsatz und beobachtete die betuliche Gestalt mit dem lila Haargespinst auf dem Kopf. Der Chihuahua auf ihrem Arm hatte die Figur einer Elefantenrobbe mit Kaninchenvorfahren. Kaum bemerkte Hohenfellner Franziska, weiteten sich ihre Augen und das Kinn wies in ihre Richtung. Die von Adern durchzogene Hand griff nach dem Türknauf. »Inspektor Suttl, jetzt kommt einer der Anwälte!«
wandte sie den Mann auf den Türabstreifer, ohne Francisco aus den Augen zu lassen. Grüß Sie Gott, Frau Doktor! Besagter Inspektor drehte sich herum und nickte Francisco zu. Na endlich! Francisco hob eine Augenbraue und machte sich nicht die Mühe, ihren Ärger zu verbergen. Kann ich Ihnen helfen? Was ist hier überhaupt los? Hohenfellners Gesicht verriet höchste Anspannung. Ein Tremor machte sich bemerkbar und der Hund begann zu kläffen, was er stets tat, sobald er Franziskas Stimme hörte. Hohenfellner machte einen Schritt zurück in die Wohnung. »Ruhig, Cicero, ruhig!« tätschelte sie die Kaninchenrobbe. In dem Höllenlärm machte es keinen Sinn, die Unterhaltung mit dem Inspektor fortzuführen. Franziska deutete, ihm zu folgen und stapfte die Treppe weiter hinauf. Als sie im ersten Stock vor dem Eingangsbereich in der Kanzlei stand, fiel unten die Tür ins Schloss und das Gekläffe verstummte. »Töle«, seufzte sie und blickte stirnrunzelnd auf das Absperrband, das sich zwischen den Türrahmen spannte. »Wieso Cicero?« fragte der Inspektor, und Franziska drehte sich nach ihm um. Der Mann hätte gut und gern US-Soldat sein können, so groß und breitschultrig, wie er vor ihr stand. Sie schätzte ihn auf 35 und nahe einem Burnout, nach der Tiefe seiner Augenringe zu schließen. »Frau Dr. Ferstl, wann haben Sie Ihren Kollegen Dr. Fürstenstein zuletzt gesehen?« »Fürstenstein? Was ist mit ihm?« »Beantworten Sie bitte meine Frage, Frau Doktor.« »Von wegen. Was war hier los?« Franziska lief ins Sekretariat, wo Nathalies voluminöse Gestalt zusammengesunken auf ihrem Platz saß und in die Luft starrte. Kein ungewöhnlicher Anblick. Für Nathalie war diese Pose völlig alltäglich. Jedoch war weder ein PC angesteckt, noch fanden sich Lautsprecherknöpfe in Nathalies Ohr. Und das war zutiefst beunruhigend. Langsam drehte sich das Mädchen zu ihr. »Ja, Nathalie, Kindchen, wie sehen Sie denn aus?« Kajalschlieren quer über die Wangen gaben dem blassen, runden Gesicht etwas Gespenstisches. »Der Herr Doktor ist tot.« »Der Fürstenstein?« »Ja, der. Er wirkt.« »Wie kann ich Ihnen helfen? Also ich persönlich, ich könnte jetzt einen Bourbon vertragen.« »Ist schon gut«, blickte Nathalie aus Alice Cooper Augen zu ihr hoch. »Auf Bourbon muss ich kotzen, seit meiner letzten Whisky-Cola-Vergiftung.«